Buonasera, herzlich willkommen, benvenuti. Questa sera verranno presentate due opere. La prima è Lilo Hermann di Paul Dessau e Friedrich Wolf e la seconda è Der Kaiser von Atlantis di Victor Ullmann e Peter Kien. Das Werk Lilo Hermann ist ein Melolog. Und zwar, es handelt sich um einen poetischen Text, der von einem Orchester und eine Stimme begleitet, Entschuldigung, und ein Chor begleitet wird. Elisabeth Hofer, die hätte die Stimme sein sollen, wird von Friederike Haupt vertreten, ersetzt. Es ist ein sehr berührender Text, den ihr hören werdet. Es handelt um die Geschichte um Liselotte Hermann, die während des Nationalsozialismus vor einer schwerwiegenden Frage gesetzt wurde. Und zwar, sie musste sich zwischen ihrem politischen Glauben und ihrem privaten Leben entscheiden. Und die Entscheidung fiel auf die Vertretung ihres politischen Glaubens, die eigentlich zu ihrer Hinrichtung brachte. Invece il secondo lavoro è un'opera, Der Kaiser von Atlantis. È un'opera che, di nuovo, scritta cioè a differenza del lavoro della Lilo Hermann, è un lavoro che è stato scritto nel campo di concentramento di Theresienstadt. È un'opera molto articolata, sentirete delle arie, dei duetti e anche questo lavoro ci porta a confrontarci con alcune questioni che, anche se sono state scritte ormai molti anni fa, sono molto attuali. Vedrete, anche in questo caso, in forma molto più allegorica, assisteremo ad episodi di una morte che decide di non fare più il suo lavoro. Die zwei Arbeiten sind für uns sehr wichtig und wir sind extrem stolz, die heute Abend vorzustellen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wegen der Aktualität der Themen und zweitens, weil die entstehen aus einer spannenden Zusammenarbeit. Und zwar die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Meran, die heute auch von dem Bürgermeister vertreten ist, der Gemeinde Bozen, das Konservatorium von dem Konservatorium Bozen, Claudio Monteverdi, die Freie Universität Bozen und das Gymnasium Walter von der Vogelweide. Es geht eigentlich, haben an dieser Produktion viele junge Menschen gearbeitet, die dann auch nicht nur interdisziplinär gearbeitet haben, sondern auch mit der Auseinandersetzung mit schwerwiegenden Themen konfrontiert worden sind. Ich wünsche euch allen eine gute Vorstellung. Buon ascolto a tutti quanti.
den Nacken frei vom straffen, kurzgeschnittenen Haar. Die Brille vor den Augen, im derben Leinenkleid ein stämmig blondes Mädel. So kannten wir dich, Lilo. Wenn du als Chef mit deinen Pionieren am Sonntagmorgen ins Neckartal hinauszogst, Lieder lehrtest du sie, schwimmen, zelten und lehrtest sie auch Mut, Hilfsbereitschaft, Solidarität. Denn du wusstest um unsere Sache. Den Bleistift überm Textbuch, eine Holzbank als Soufflierpult, halfst du den Spieltrupps unserer Jugend, halfst bei den Proben der politischen Revuen, oft bis nach Mitternacht in engen, rauchverqualmten Sälen. Auf einem Knie das Stück, auf dem anderen das Lehrbuch der Chemie, darin du in den Pausen studierend Formeln nachschiebst. Du, die Chemiestudentin. Denn du wusstest um unsere Sache. Als der braune Rattenfänger dann sein blutiges Spiel begann, bliebst du auf deinem Posten, unauffällig, unerschrocken. Und all die Diskussionen, die wir das Jahr vorher in den Studentengruppen durchgefochten, sie wurden plötzlich blutend Leben. Leben wurde dein Wort. Wir bleiben. Denn du hieltest Stand, im Stillen erst, dann in der Gruppe, die mitten im tausendohrigen Terror schrieb und flüsterte und warnte, Hitler, das ist der Krieg, Krupps, Mannesmann ist Krieg, Reichsautobahn ist Krieg. So warntest du, die freinzige Frau in einer Vierergruppe, die Frauen deiner Stadt. Du, die furchtlose Studentin von Stuttgart. Denn du wusstest um unsere Sache. Denn du wusstest um unsere Sache. Bloß Chemiestudentin warst du. Du warst Mutter inmitten dieser Mordzeit. Und welche Mutter? Jeden Tag schriebst du mit zärtlicher Exaktheit das Tagebuch deines Söhnchens. Als dann der Mann aus deiner Vierergruppe hochging, als der Bürgerin der Gestapo um dich sich enger zog, als man dir riet, abzubrechen,
sagtest du? Wer soll die Frauen warnen, wenn nicht eine Frau? Denn du wusstest um unsere Sache. Denn du wusstest um unsere Sache. Aber sie waren hinter dir. Du wichest aus, noch einmal. Zu deinen Eltern unterzutauchen, dort mit deinem Söhnchen. Doch die Kriegsmaschine rasselte schon hörbar. Du konntest nicht abseits stehen, wieder begannst du. Da fielst du in den Hinterhalt des Häschers. Sie fassten zu, sie wussten, wen sie hatten. Sie befragten dich, wie man solche wie dich befragt. Aber du schwiegst. Du warst standhafter als mancher Mann neben dir. Du standest zur großen Sache. Denn du standest zur großen Sache. Und da du stärker warst als deine Folterknechte, obschon man dich einmal an Krücken in den Gerichtssaal schleppte, als du auf des Vorsitzenden angebot, dir Freiheit zu gewähren, falls du die Namen der Kameraden nanntest, die kühle Antwort gabst, reden Sie doch nicht solchen Unsinn. Verbessere mich mit du. Da wurdest du als Unverbesserliche in die Akte eingetragen und zum Tode verurteilt am 12. Juni 1937 als erste deutsche Mutter vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Denn du dientest der großen Sache. Und es kam der Befehl, dich zu überführen nach Plötzensee, dem Menschenschlachthof.
Und in dem Befehl stand: Gefesselt, Sonderwagen, scharfe Aufsicht. Und so fuhren sie dich von Stuttgart nach Berlin, dich, Lieselotte Herrmann, Chemiestudentin, 28 Jahre alt, Mutter eines dreijährigen Knaben, zur Enthauptung nach Plötzensee. Weil du die deutschen Frauen gewarnt hattest vor dem Hitlerkrieg, weil du schon 1935 mit Lebensgefahr warntest. Hitler, das ist der Krieg. Weil du dein Land mehr liebtest als dein Leben, weil du dein Land in Wahrheit liebtest. Weil du dein Land in Wahrheit liebtest. Weil du dein Land in Wahrheit liebtest. So fuhr man dich von Süden nach Norden durch Deutschland, in dein Sterbehaus, offen die Augen. Du standest, die Hände gefesselt auf den Zehenspitzen, und saßt durch die enge Luke des rollenden Waggons noch einmal dein Land im Glanz der Sommersonne, die reifende Ernte, die Beeren und Traubenhänge des Neckars, wo du mit deinen Pionieren gewandert. Und obschon du standhaft warst, wurden deine Brillengläser trübe von Tränen. Denn du warst jung und liebtest sehr dein Land. Denn du warst jung und liebtest sehr dein Land. Da batest du die Wachtmeisterin, deine Augengläser zu wischen, und du sahst die waldigen Häupter des Spessart und den hohen Hut der Wasserkuppe der Rhön. Mit breiten grünen Fahnen hatte dir zu Ehren dein Land geflaggt. Du wusstest, jeder Berg sandte dir seinen letzten Gruß nach. Jede weiße Wolke am blauen Himmel hielt noch einmal auf der Wanderung an, dass du längst
länger sie betrachten mochtest und die so eilige Saale schäumte am Giebichenstein gegen den Felsen, dass sein Spritzer deine Stirn traf zum Abschied. Wenn es schien, wenn auch die Menschen schwiegen, die Berge, die Bäume, die Wolken, die Flüsse wussten, wie du dein Land liebtest. So fuhrst du durch Deutschland, deine Heimat, die dir teuer war, die du warnend bewahren wolltest, vor dem Verderben. Selbst nun gefesselt, mitten hinein in den Steinsarg des Zuchthauses, der Todeszellen von Plötzensee, unter den Tod gezeichneten täglich zu warten auf den Beamten, der karg verkündet. Morgen früh um 5 Uhr. Zu warten auf den Haarschneider, der den Nacken dir ausrasiert, auf den Geistlichen und die Wärterin, dazwischen noch immer verhören. Zu verraten die große Sache. So führten sie dich wieder einmal vor die Gerichtsherren, dich, die zum Tode verurteilte, um auszusagen als Zeugen, um bei guter Aussage dann das eigene Todesurteil zu mildern. Aber du sagtest zu dem Richter, was wollen Sie von mir? Ich bin für Sie eine Tote. Und Tote
sprechen nicht mehr. Der Genosse als einzige Wisserin durch dieses Schweigen gerettet, erklärte später, es war, als hätte eine unsichtbare Fahne plötzlich im Saal geflattert. Die Fahne, zu der Lilo Hermann stand, aber die Herren Richter waren geduldig. Sie konnten nicht zugeben, dass eine junge Frau den roten Talar besiegte. So riefen sie die junge Frau noch einmal zum Verhör. Zum letzten Mal, wie sie sagten. Sie sagten, dem Führer schwer, dies Urteil an einer deutschen Mutter zu bestätigen. Im Nebenzimmer warte ihr Söhnchen. Sie brauche gewissermaßen symbolisch nur einen Namen der Kameraden zu nennen und sie könne ihr Söhnchen bei einer milden Gefängnisstrafe zu sich nehmen. So sprachen die Richter zu Lilo. Zur Bekräftigung dieses Angebotes ging einer ins Nebenzimmer und plötzlich erschrak Lilo. Und Lilo gefror das Herz, die Tränen gefroren, bevor sie den See der Augen verließen. Noch hörte sie das Stimmchen. Nein, nein, ich kann nicht. So dass die Wärterin kommen musste und die Wahnsinnige zurückbrachte in die Zelle. Denn Lilo
konnte nicht verraten. So starben Lilo Hermann als erste deutsche Mutter unter Hitlers Henkerbeil, weil ihr Land ihr teurer war als das eigene Leben, weil sie um die große Sache wusste und weil sie standhaft zu ihr stand bis zum Henkersblock. So lasen wir das Tagebuch über ihr Söhnchen in Paris. So schrieben bei ihrem Tode die Frauen von Barcelona und die Frauen von Zürich an das Henkersgericht in Berlin. Sie sagten 1938 das Ende der Mörder voraus. Und Lilos Satz: Tote sprechen nicht mehr. Der Satz, mit dem sie einen Kameraden gerettet, der Satz wandte sich um und fuhr durch die Länder. Lilo war tot. Doch ihre Stimme klang über die Grenzen. So klingt deine Stimme auch heute, Lilo Hermann, und nicht weniger stark. Denn noch immer leckt sich der Blutsäuferkrieg die verlogene Schnauze. Frauen der Welt zeigt auf den Feind mit Fingern, mit Fäusten, stürzt der Kriegsbande Waffen ins Meer, blockiert die Geleise, schüttet die Sprenglöcher zu. So rettet ihr eure Söhne. Denn nie war eine Sache gerechter als diese. Frauen der Welt, zu Ende das Fürchten, zu Ende das Klagen. Heute seid ihr die Stärker.
Oper in vier Bildern. Es treten auf Kaiser Overall von Atlantis in eigener Person, den man schon seit Jahren nicht gesehen hat, denn er ist in seinem Riesenpalast eingeschlossen, ganz allein, um besser regieren zu können. Der Trommler, eine nicht ganz wirkliche Erscheinung. Der Lautsprecher. Ein Soldat. Und ein Mädchen. Der Tod und Harlekin, der unter Tränen lachen kann, das ist das Leben. Das erste Bild spielt irgendwo. Tod und Harlekin sitzen im Ausgedinge. Das Leben, das nicht mehr lachen, und das Sterben, das nicht mehr weinen kann, in einer Welt, die verlernt hat, sich des Lebens zu freuen und des Todes sterben zu lassen. Hallo, hallo! Wir beginnen! Will uns niemand kaufen.
die Tage nicht mehr täglich, seit ich mir den Herrn nicht gut hab. Und nehme nur einen neuen, wenn ich frische Wäsche anziehe. Dann musst du ja tief im vorigen Jahr stecken. Vielleicht Dienstag, Mittwoch, Freitag, eine wie der Tage, Tage, Berg auf Tage, 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 Berg auf Tage, 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 Berg auf Tage. Me.
beharrsche, man schickte sie für mich wie eine Braut für ihren Garten. Und es dann nach dem Garten über den Streifen. Landsknechte wirbelten auf der Kriegstrommel, und wenn sie tanzen, krachten den Weibern die Knöcheln. Und sie klebten vom Schweiß ihre Tänze. So oft bin ich mit den kleinen Pferden Attilas in die Wette gelaufen, mit den Elefanten Hannibals und den Tigern der Angis. Dass meine Beine zu schwach sind und den autorisierten Gotten folgen zu können, was bleibt mir übrig, als hinter den hohen Todesengel zu hinken, an kleiner Handwerker des Sternens. Thank you.
Verbündeter, der Tod, wird uns sein glorreiches Banner vorantragen. Im Zeichen unserer großen Zukunft und seiner großen Vergangenheit. Streite tapfer, gegeben im Jahre 15 unserer segensreichen Regierung. Gezeichnet überall. Vorantragen, meine große Vergangenheit, eure große Zukunft. Im Namen eurer großen Zukunft. Hallo, hallo, Landgericht.
Wann wurde das Urteil vollstreckt? 4:13 Uhr. Die Soldaten können nicht sterben. Wie viele sterben? Keiner. Tausende ringen mit dem Leben, um sterben zu können. Danke. Ich werde Anweisung geheim lassen. Außenamt. Plakate. Aufrufe. Rumpel in den Dörfern. Thank you.
Ruf den Kinder, 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 ruf den Kinder,
32 für lebende Tote wurde um 3 Uhr von den Empörern gestürmt. Ärzte und Instruktoren gingen in Massen über. Die Aufrührer haben schwarze Fahnen und einen blutigen Pflug im Wappen. Sie kämpfen ohne Schlachtruf, stumm und erbittert. Die Generalität der 11. Armee hat ihren Bericht noch nicht überreicht. Was noch? Das ist alles. Gut. Hallo, Ausland. Welche Stationen sind im Besitz der Aufrührer? 57, 3, römisch 8, 120, römisch 32, 1-10 bis 11, B. Ist die Proklamation gedruckt? Gedruckt und versandt. Ja, ist niemand mehr gestorben? Niemand, kein Alter, kein Kranker, kein Blessierter. Kaum zu glauben! Einst waren wir Kinder. Den Star geschnitten und uns von unserer Blindheit geheilt. Groß
wie der Wahnsinn unserer Sünden ist die Strafe, furchtbar die Schmerzen, die wir zu erleiden haben. Wir wollen sie in Demut tragen und nicht eher ruhen, bis wir das letzte Unkraut des Hasses und der Unversöhnlichkeit ausgerottet haben aus unseren Herzen. Mit bloßen Händen werden wir die stählernen Schanzen des Teufels niederreißen. Der Krieg ist aus, das Zeug.
Tot kommt wieder.